Hallo, wir sind heute bei der Eisbahn auf dem Heumarkt hier in Köln. Es ist jetzt noch ein bisschen leer, aber die Leute, die stehen alle schon an und gleich geht die nächste Runde los. Und wir hoffen, dass wir ganz viele interessante Links für euch finden. Hast du vielleicht einen Link-Tipp für mich? Irgendwas im Internet, was ich mir angucken muss? Ja, also auf YouTube. Ein Video, und zwar ein witziges, das heißt das Löffelspiel. Zwei Männer, die einen anderen verarschen, die hauen sich so Löffel auf den Kopf. Ist witzig, wie das gemacht ist. Okay. Weißt du noch, was du als letztes gegoogelt hast? Ja, ich habe nach unserem Ex-Bundeskanzler Helmut Schmidt gegoogelt. Mhm. Gab es einen besonderen Anlass? Ne, einfach nur so, um seine Meinung zur heutigen Politik zu... Durchzulesen. Ja, genau. Und was sagt er so? Dass Guido Westerwelle, darf ich das sagen, scheiße ist? Ja, kannst du alles sagen. Alles klar, okay. Hat er so gesagt? Nicht wirklich. Vielleicht diplomatischer ausgedrückt. Ja, er hat es sehr diplomatisch, aber das ist, denke ich mal, seine Intention von der Sache. Ja, und wieso, also hast du das gegoogelt und bist dann auf Interviews gestoßen oder auf Wikipedia einfach? Natürlich? Nee, Interviews auf YouTube dann. Ein besonderes, was du vielleicht noch? Ja, Helmut Schmidt bei Maischberger auf jeden Fall. Das ist empfehlenswert. Ja, ich finde schon, doch. Cool. Was hast du denn im Internet, was ich unbedingt angucken muss? Also ich habe da neulich so ein nettes Video gesehen über einen grünen Abgeordneten, das heißt ein Grüner auf dem Bau. Da versucht ein grüner Abgeordneter mal seinen Job zu tauschen und zu zeigen, wie das jetzt ist mal, wenn er jetzt als Bauarbeiter mal arbeitet. Und naja, da blamiert er sich ziemlich und macht eigentlich genau jeden größten Mist, den man anstellen kann. Okay, also Mädels, habt ihr noch ein Video vielleicht? Die Entchen in der Bar. Ja, da geht so ein Entchen im Bar, fragt so ein Barmann die ganze Zeit, ob er Brot hat, bis der Barmann irgendwann sagt, ja, dass es festnageln wird. Fragt ihn die Ente als nächstes, ja, hast du Nägel? Sagt der Barmann, nein. Nächste Frage, die Ente, ja, hast du Brot? Und, okay? Ja, das heißt Demix Time. Gamix Time? Nein, Demix. Mit D. Was kommt da drin vor? Also, war von dir. Ja, es ist so eine Person, die macht die Cosplay zu einer Person namens Demix. Und da sind auch mehrere dabei. Und ja, es ist ganz witzig zu sehen und so. Du bist auch neu dazu gekommen. Hast du noch ein Video? Nee, eigentlich nicht. Also, ja genau, Rhabarber Barbara, das ist auch ein richtig... Worum geht's da? Da geht's um eine Frau, die heißt Rhabarber Barbara und da wird so eine Geschichte über die Barbara erzählt und am Ende labert der Typ so einen total langen Namen von dieser Frau. Rhabarber Barbara Barbaren Bart Barbier Bier Bar Bärbel. Ich kann mir nichts. Okay, aber ich guck's mir an. Wisst ihr noch, was ihr als letztes gegoogelt habt? Buslinie. Eine Buslinie. Nee, was Interessanteres. Itachi. Was ist Itachi? Ja, eine Anime-Figur. Von wo? Von Naruto. Und Naruto ist? Eine Anime-Serie. Über Ninjas? Ja. Und wer guckt sich das an? Animexler, normale Leute, das... Es gibt eine ganz große Anime-Manga-Community in Deutschland. Und sehr viele Leute gucken das. Also die Plattform, glaube ich, diese größte, allein über 100.000 Mitglieder. Animex.de heißt die. Also gibt sehr viele Leute, gucken verschiedene Sachen und Naruto ist einer wohl der beliebtesten und bekanntesten Animes. Ihr seid jetzt hier alle so Anime-Fans, oder was? Ja? Und das ist eine Anime-Fan-Community. Ja. Und das ist immer ein Treffen von denen, dass wir heute organisieren. Achso, ihr habt jetzt gerade ein Treffen davon? Ja. Jetzt sagen wir mal, also ich möchte jetzt von jedem von euch hören, was die Lieblings-Anime-Figur von demjenigen ist. Mukuro aus Reborn. Tobi aus Naruto. Ja, eigentlich auch Mukuro, aber Kakashi aus Naruto. Eisen Sosuke aus Bleach. L aus Death Note. Noch mehr dran. L aus Death Note. Demix aus Kingdom Hearts. Itachi aus Naruto. Ihr seid verrückt. Ja, geil. Vielen Dank. Itachi, Barababa und so weiter, ne? Womit haben Sie sich denn im Moment im Internet beschäftigt? Wonach haben Sie vielleicht mal gegoogelt? Im Moment hauptsächlich alles, was mit Psychologie zu tun hat. Mhm. Schwerpunktmäßig, was mit Wirtschaftspsychologie zu tun hat. Und da gibt es ganz interessante Seiten, wie zum Beispiel Journal für Psychologie. Und ja, da gibt es einige Begriffe, die ich gerade so aktuell nachgeschaut habe. Zum Beispiel? Erlernte Unfähigkeit. Aha, und das ist im Rahmen der Wirtschaftspsychologie wichtig zu wissen. Was ja, weil es die Grundlage ist zum Beispiel für Depressionen. Und das, was mit individualpsychologisch passiert, das passiert genauso gut auch mit Organisationen und mit Unternehmen. Oder mit Menschen in Organisationen, die eine erlernte Hilflosigkeit haben. Also das heißt, die haben eine Situation, die sie eigentlich verändern könnten, aber dadurch, dass sie nicht mehr daran glauben, dass sie sie verändern können, verändern sie sie nicht mehr. Bei der Pause in der Pommeswut haben wir noch ein paar Opfer gefunden. Jetzt sag mir mal, was du mir gerade gesagt hast. Du hast noch ein Video für mich? Ja, das heißt J&K Wedding Entrance. Das ist ein Hochzeitseinmarsch, aber ganz lustig gemacht. In der Kirche und der Pfarrer spielt auch mit und da läuft dann Hip-Hop-Musik und sowas und die Leute machen dann Flickflack, Ratschlag und all sowas und kommen dann in die Kirche rein. Also ist ganz... Wow, hast du auch noch so ein Hochzeitsding? Ja, Hochzeit mein Anlass.
Wenn ich heirate, dann so. Das fängt so walzerhaft an und dann so richtig R&B, Hip-Hop, Soul, Two-Step, Hebefigur, breitbeinig und so, ist lustig. Und wer guckt euch die immer an, diese Hochzeitsvideos? Ja, immer wenn wir ab und zu was trinken. Wir machen ja manchmal Mädelabends, wir ja, zwei, ne? Ach, weil ja. Er ist ja meine beste Freundin. Aha. Ich darf auch, ne, mit ihrem Freund schlafen, ja. Ist ja immer die beste Freundin. Hallo. Hast du vielleicht ein gutes Video für mich? Ja, also es gibt im Internet einmal eine Internetseite von dem International Gymnastics Camp. Das ist in Pennsylvania und dann dürfen da Kinder von 12 bis 18 Jahren hin. Und da kann man halt den ganzen Tag turnen. Da sind insgesamt 6 verschiedene Hallen, Boden, Balken, Sprüngen, Barren. Und ja, man kann den ganzen Tag turnen und es sind voll viele Trainer da, die einem helfen. Und es kommen teilweise auch bekannte Turnerinnen aus Olympia und so. Und ja, und die bringen das einem voll bei und das ist voll toll. Kommst du, dass du davon darüber so viel weißt? Weil ich noch eine Kunstturnerin. Begeisterte Kunstturnerin. Ja? Ja, ich mache Kunstturnen auf Leistungsebene. Ich habe diesen Verein gewechselt. Ich gehe jetzt 5-mal die Woche trainieren. Und ja, finde ich voll toll. Dann immer auf YouTube die ganzen Turnerinnen googeln. Also Annalie ist meine Lieblingsturnerin. Es gibt noch Nastia Liukin, auch wenn die niemand kennt, aber ich finde es total toll. Was kannst du uns denn im Internet empfehlen? Was hast du als letztes? Eine Webseite, die wir uns unbedingt angucken sollten. Labelfinder.com. Das ist eine Webseite, da sind alle Labels aufgeführt. Ich war vorhin Schuhe schauen und habe Red Wings gesucht. Gib mal einfach das Label an und die Stadt und krieg dann die Stores angezeigt, wo in der Nähe man dieses Label kaufen kann. Also für Shopaholics was? Ja. So wie du. Ja. Genau. Hast du vielleicht in letzter Zeit irgendwas im Internet gesehen, was ganz interessant war? Einen Artikel gelesen oder irgendwas gegoogelt? Ja, Mashable.com, ein Artikel, 6 Predictions für 2011 im Social Media, ganz aktuell Facebook, da ist ja Goldman Sachs gerade eingestiegen und ja, dass sie wahrscheinlich dieses Jahr doch noch nicht an die Börse gehen werden, sondern 2012. Und dann müssen wir alle Aktien kaufen, oder was? Auf jeden Fall. Ja, empfiehlst du das? Kennst du dich damit überhaupt aus? Ich würde es machen, ja. Ja, das war schon von der Eisbahn. Wir waren sehr erfolgreich, wie ihr gemerkt habt. Ja, ich zeige euch jetzt mal, wie das richtig geht und düse nochmal eine Runde, ne? Bis dann. Tschüss. Okay.